Hallo Mama, ich bin's nochmal. Ich wollte dir eigentlich nur mal ein Video machen, weil ich habe aufgeräumt. Meine Wohnungsgesellschaft kommt immer alle 3 Monate vorbei und die machen eine Wohnungsbesichtigung. Alle 3 Monate machen auch Fotos für halt die Unterlagen und den Hausbesitzer und so. Und dann dachte ich, wenn ich schon mal sowieso alles aufgeräumt habe, dann kann ich dir auch nochmal alles zeigen. Da sind meine Gartenkräuter. Na, so ein bisschen Kresse und Frühlingszwiebeln und Minze und was man halt so braucht. Ich glaube, die Küche kanntest du ja schon. So, und jetzt im Wohnzimmer hat sich nämlich ein bisschen was getan. Die Frühstücksecke ist jetzt hier, wenn man reinkommt, rechts, weil ich wollte den Tisch eigentlich nicht behalten. Ich finde es ein bisschen eng hier, aber da ja Jack öfter mal vorbeikommt, dann wollen wir halt schon sitzen beim Essen. Ansonsten der Kamin. Da ist mein neuer Computer. Den habe ich immer noch nicht zusammengebaut, aber das mache ich dann bestimmt irgendwann mal. Da ist der Garten von den Nachbarn. Da habe ich ja leider keinen Zugriff. Und jetzt kommt das Neue. Und zwar habe ich mir ein ganz gemütliches Sofa geleistet mit richtig schön hässlichem Sessel dazu. Der ist auch total unbequem. Der hätte eigentlich nicht sein müssen. Aber hier kann man dann schön die Füße hochlegen und dann kann man sich hier schön so hinflatzen und kann zocken. Ist voll geil. Dann, ach ja, guck, eine neue Fußmatte habe ich auch. Ne, wenn ich dann morgens aufwache, dann weiß ich schon mal auf jeden Fall, auf welcher Insel ich denn eigentlich bin. Dann geht's hier hoch. Da musst du immer. Da oben ist der Torbogen. Da musst du immer aufpassen. Jack hat sich schon zweimal den Kopf gestoßen. Der ist ein Stück größer als ich. Ha ha ha. Hausschuhe. Dann habe ich hier, guck mal. Kennst du die noch? Den einen davon hattest du mir geholt. Dann habe ich hier meine schöne Bromelie. Die kriegt auch Babys. Da und da. Ich weiß nicht, sieht man wahrscheinlich nicht, so ist ein bisschen dunkel. Ja, dann habe ich ja hier mal meine 2 Schlafzimmer. Das hier habe ich jetzt noch mal ein bisschen umgestellt. Da habe ich ne, so Schrank und Kleiderschrank und ein bisschen Sachen. Dann mein Bett. Oh, ich habe mein Bett nicht gemacht. Das ist mein Schlafzimmer. Hier kann man dann immer schön rausgucken. Wenn du da hinten zwischen den Bäumen durchguckst, da ist eine Pferdewiese. Und manchmal, wenn ich Glück habe und morgens aufstehe, dann sind die Pferdchen draußen. Und dann kannst du immer morgens schon so ein bisschen kuscheln mit denen. Und dann gebe ich denen immer Äpfel und so. Bett und noch Kleiderschrank. Und dann das Bad. Bin mir sicher, das hatte ich dir schon gezeigt. Schön mit Badewanne. Ups, ganz schief. Und ja, ansonsten, wie man schön draußen sehen kann, es ist super warm und sonnig und schön. Die haben für nächste Woche 28 Grad bevorgesagt? Klingt komisch. Du weißt, was ich meine. Ansonsten, mir geht's richtig gut. Gesundheit ist immer noch in Ordnung. Job macht immer noch Spaß. Wir haben neue Kollegen bekommen, einen neuen Holländer und einen neuen Franzosen. Das deutsche Mädel ist auch immer noch da. Also das läuft ganz gut. Und ansonsten habe ich heute einen halben Tag frei. Also ich war schon 4 Stunden arbeiten, habe aber jetzt den Rest des Tages frei und das Wochenende. Und ich gehe gleich ins Technische Museum, Technische Science und also Wissenschafts- und Medienmuseum. Das ist umsonst. Und da kann man halt so alte Computerspiele spielen und sich alte Computer angucken. Und die haben da auch ein Kino. Und da habe ich jetzt gleich noch ein Date mit Jack. Und dann pennt er wahrscheinlich hier am Wochenende. Aber der muss morgen arbeiten. Also wahrscheinlich nur heute. Weiß ich noch nicht. Ja, das ist eigentlich schon alles. Wollte mich nur mal melden. Grüße an den Rest und hab noch ein schönes Wochenende. Tschüss.